Und ich glaube, wenn wir das begriffen haben, dass wir die Außenwelt beeinflussen können und dass vielleicht das Ist sich nicht immer komplett ändern lässt, selbstverständlich nicht, aber unsere Fähigkeit, wie ich damit umgehe, darüber entscheidet, wie glücklich mich diese Bewältigungsstrategie macht. Und man weiß, glücklich sein ist für viele Menschen, Ziele zu erreichen, Probleme zu lösen, etwas zu bewältigen. Wenn ich das erkannt habe, dass ich in meiner Innenwelt stärker sein will als die Außenwelt, ich glaube, dann hat man begriffen, dass man selbst eigentlich immer und zu jeder Zeit fähig ist, glücklich zu sein. Natürlich, wir haben auch Hormone, die uns beeinflussen. Und natürlich muss es auch Momente geben, in denen man auch traurig sein darf. Und natürlich gibt es auch Situationen, die sind so prägend oder traumatisierend, dass man in diesen Momenten gerade nicht glücklich sein kann. Natürlich. Doch wenn du bis zu diesen Momenten hin immer wieder nach diesem Modell gearbeitet hast, dann hast du dir selbst daraus einen Glaubenssatz erarbeitet. Und dieser Glaubenssatz, der schwebt ständig über dir. Und du weißt, wenn dich etwas traurig macht, weißt du, dass du früher oder später mit deiner Fähigkeit diese Außenwelt für dich wieder in Einklang bringen wirst. Menschen, die verletzt wurden von anderen Menschen und dadurch diesen Menschen oder grundsätzlich den Menschen misstrauen oder Angst haben, nach draußen zu gehen oder eben eine posttraumatische Belastungsstörung haben und in eine Therapie gehen und komplementierend zu uns kommen, in eine Hypnosetherapie kommen. Wenn man diesen Menschen beibringt, wieder auf die eigene Ressource zuzugreifen, das heißt auf die eigene Fähigkeit, das Positive zu erkennen, in dem, was ist, auch wenn es sehr prägend war, so weiß ich, dass ich jetzt vielleicht ein so starkes Sensorium entwickelt habe, dadurch, dass ich dank diesem Sensorium anderen Menschen helfen kann. Vielleicht andere Menschen noch viel tiefgehender verstehen kann, eine tiefe Empathie habe. Vielleicht sogar andere Menschen geistig unterstützen kann, vielleicht sogar ein Vorbild sein kann, vielleicht die eigenen Kinder bewahren kann vor anderen vergleichbaren Verletzungen der Außenwelt. Und auf einmal blickt man zurück und sagt sich selbst, ja, das war verletzend. Und heute habe ich aus dieser Verletzung, aus intrinsischen Fähigkeiten, sicher auch durch Hilfe von außen, durch Therapien etc., man muss es selbst ja auch zulassen und umsetzen, habe ich gelernt, in der Erwartung zu mir selbst zu stehen, immer das Positive hervorzuheben, weil Licht stärker ist als Schatten. Und eben vielleicht etwas zu tun, was andere nicht tun, nämlich als Vorbild vorauszugehen, andere Menschen zu unterstützen, den Kindern vielleicht etwas zu erklären, was andere nicht erklären. Und somit auf eine gewisse Weise herausragend zu handeln oder zu denken. Und vielleicht kann ich hier noch als Synonym hinzufügen, herausragendes Handeln oder Denken.
In vielen Fällen ist es halt sowieso für die Außenwelt paradox, wenn man so reagiert. Für uns ist es dann einfach ein herausragendes Handeln oder Denken, weil es ragt aus der Masse heraus. Die Masse ist dann immer auf die Außenwelt angewiesen. Und du sagst dir selbst, nein, mein Handeln ist so herausragend, dass ich eben nicht in der Erwartung stehe an die Außenwelt, dass die mich glücklich machen muss. Und wenn wir das erkannt haben, dann sind wir in einer ganz anderen Energie. Wir sind nicht mehr in der Erwartung, dass man andauernd Glücksgefühle haben muss. Man akzeptiert die Sinuskurve oder man akzeptiert den Herzschlag, auf und ein ab. Aber wenn man sich vielleicht vor Augen führt, hey, durch meine Fähigkeit, intrinsisch auf die Außenwelt zu reagieren, ist diese Sinuskurve irgendwie, steigt die immer höher und höher. Ja, es gibt Ups und Downs, aber das Down ist auf einmal nicht mehr so verletzend, wie es früher war. Es ist auf einer anderen Ebene, weil ich gelernt habe, damit umzugehen, da ich die Gewissheit habe, dass ich diese Fähigkeit jetzt habe. Es ist eine Fähigkeit. Und das ist die Zusammenfassung des Glücklichseins fürs Unterbewusstsein. Glücklichsein ist deine Fähigkeit, auf äußere Umstände zu reagieren. Nicht in der Erwartung zu sein, dass das Außen dich von Beginn an glücklich macht, sondern zu verstehen, dass du auf die Außenwelt auf Ebene deiner richtigen Erwartung, auf der Ebene des positiven Denkens und auf der Ebene des teils sogar paradoxen Intervenierens, des herausragenden Denkens und Handelns, dein Glücklichsein für dich manifestierst. Das, meine lieben Leute, ist Glücklichsein. Und auch zu verstehen, dass der Zustand nicht unendlich anhalten kann oder soll, sondern zu estimieren, dass wenn es mal Momente gibt, in denen du nicht glücklich bist, du in diesen Momenten eben wieder Schwung holst. Schwung, um wieder auf eine weitere Ebene zu gelangen, um noch höher zu gelangen, um diese Fähigkeit noch mehr auszulotsen. Das ist Schwung, meine lieben Leute. Schwung. Okay. Ich war neulich gerade segeln. Also ich kannte segeln, aber ich war noch nicht segeln. Und segeln war für mich, als ich das neulich zum ersten Mal gemacht habe, so selbstverständlich. Es gibt einen Windstrom und sobald du in die Erwartung gehst, dass dieser Windstrom immer von dieser oder von der Seite kommt, dann wirst du wahrscheinlich nicht so schnell ans Ziel kommen, wie wenn du dem Windstrom die Erlaubnis oder Freiheit gibst, eben erwartungsfrei auf dem Gewässer bist, dass der Windstrom von überall herkommen kann und du dein Segel halt so ausrichtest, dass dich dieser Windstrom mit seiner Kraft voranbringt. Das ist Glücklichsein. Das ist die Fähigkeit, das Segel neu zu spannen. Es ist die Fähigkeit zu erkennen, woher kommt der Windstrom? Wohin will ich denn fahren?
Und in welche Richtung muss ich jetzt fahren, damit dieser Windstrom mich eben zum Ziel bringt? Und deshalb fährt man ja beim Segeln nicht einfach gerade, außer der Wind ist in der entsprechenden Richtung, sondern eben oft Kurven. Wenn du selbst schon mal mit irgendwie Rollerskates oder mit so mit irgendeinem Fahrrad eine Kurve hinabgefahren bist, dann weißt du, dass du immer in der Kurve eine Fliehkraft hast. Du hast einen Schub. Du kriegst eine Energie, die dich noch schneller weiterbringt.